Und damit herzlich willkommen zur neuen Crate Challenge in Toilet Tower Defense, Leute. Wir haben jetzt schon ein paar Mal die Glücksrad Challenge gemacht in der Vergangenheit und ich dachte mir, es wird Zeit für eine neue Variante von dieser Challenge. Wir werden heute also insgesamt von allen Crates, die es im Game gibt, uns 5 Crates aussuchen. 5 Crates, die wir öffnen. Und jede Einheit, die aus einer Crate rauskommt, geht automatisch in unser Team. Und mit diesem Team, was daraus dann entsteht, zum Glück kann ich mir die Crates selbst aussuchen, haben wir wenigstens ein bisschen Einfluss. Mit diesem Team, was daraus entsteht, müssen wir dann versuchen, den Albtraum-Modus zu besiegen. Also im Grunde genommen die Glücksrad-Challenge auf Crack. Wenn euch die Challenge gefällt, lasst natürlich einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann sehe ich, dass ihr Bock darauf habt und dann machen wir natürlich noch mehrere Videos hierzu. Ansonsten gern im Shop vorbeischauen, Leute. Es sind noch welche von der neuen Action-Figur oder von der neuen Funko-Pop-Figur. Erster Link in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall mal rein. Und Step 1 ist jetzt natürlich, dass wir auf den Marketplace gehen und erstmal schauen, was für Crates sich überhaupt am besten eignen. Wie gesagt, wir haben hier, wie viele Crates gibt es insgesamt mittlerweile im Game? Guck mal, wir haben ja sogar schon 11 Crates, die es mittlerweile insgesamt gibt. 5 Crates dürfen wir uns jetzt aussuchen. Ich würde sagen, eine Crate, die wir definitiv öffnen, ist auf jeden Fall die Titan Crate, weil wir da drin auf jeden Fall eine Einheit drin haben, die ordentlich Damage machen wird. Das heißt, die kaufen wir uns schon mal. Eine Titan Crate, let's go. Warte mal, 999 war ziemlich teuer. Oder? Ich glaube, ich wurde gerade abgerippt. Was sich ansonsten noch lohnen könnte, ist die Bunny Crate. Davon habe ich zum Glück noch welche. Die müssen wir schon mal nicht kaufen. Auch die Turkey Crate ist ein Kandidat, die wir, denke ich, öffnen sollten. Da sind definitiv auch starke Einheiten drin. Die Santa Crate werden wir natürlich auch öffnen. Einzig und allein aus dem Grund, damit wir vielleicht Santa TV-Man kriegen. Und dann wird die Luft auch schon dünne, Leute. Aber ich glaube, wir sollten dann definitiv noch eine Spider Crate öffnen. Ich denke, eine Spider Crate ist die beste Wahl, die wir jetzt noch haben. Wir starten einfach mal rein mit der Bunny Crate. Wir öffnen. Wo ist sie denn? Ach da. Wir öffnen die mal direkt und wir kriegen direkt die schlechteste Einheit. Perfekt, das fängt ja gut an. Easter Speakerman. Obwohl, der macht 3800 DPS. Er ist gar nicht mal so schlecht. Gut, als nächstes öffnen wir mal die Santa Crate und ich hoffe, wir kriegen Reindeer Speakerman. Oh no. Gut, machen wir als nächstes mal die Spider Crate. Vielleicht haben wir da jetzt ein bisschen mehr Glück. Vielleicht kriegen wir hier jetzt Speaker Spider. Ich glaube, wir haben ein Problem. Also wir haben bis jetzt wirklich aus jeder Kiste das absolut Schlechteste bekommen, was wir bekommen können. Öffnen wir als nächstes mal die Turkey Crate. Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück. Und dann werden wir gleich... Wen haben wir bekommen? Turkey Speaker... Nee, das kann nicht sein. Er ist halt auch der Schlechteste, ne? Turkey Speaker... Ich meine, er macht Flächenschaden. Okay, gut. Bleibt uns nur noch die Injured Titan Crate. Egal, was hier rauskommt, wir haben auf jeden Fall eine Einheit, mit der wir dadurch kämpfen können, aber Leute, was ist hier gerade bitte vorgefallen? Wir haben wirklich den absolut größten Bockmist nur gekriegt. Immerhin Toxic Upgraded Titan Cameraman, der verlangsamt die Einheiten. Aber ich sag euch ehrlich, ich glaube nicht, dass wir mit den Units hier irgendeinen Blumentopf gewinnen können. Oh Mist. Also unser Team steht mehr schlecht als recht. Wir nehmen mal als Map, ich glaube die neue Version von Toilet City ist richtig gut für solche Challenges. Wir werden das mal ausprobieren. Und natürlich gehen wir rein in den Albtraummodus und schauen jetzt mal, was hier unsere... Ich will es ja nicht so schlimm nennen, aber was unsere Billo-Einheiten hier leisten können. Obwohl, ich muss sagen, Turkey Speakerman jetzt hier als Starteinheit mit dem Flächenschaden ist vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht. Wie viel Schaden macht er auf maximal? 3000 oder so pro Sekunde? 2000? Naja, auf jeden Fall vielleicht gar nicht mal so schlecht sogar. Auch wenn er einfach direkt für Level 2 $350 kostet, die wir jetzt hier reinhauen müssen. Aber, oh mein Gott, wir können ihn noch gar nicht upgraden nach den ersten 2 Wellen. Okay, warte mal, was haben wir jetzt noch hier? Wir haben noch Reindeer Speakerman, der macht 5000 DPS. Ah, 2400 macht Turkey Speakerman, okay. Reindeer Speakerman können wir dann gleich hier oben hinstellen. So, den hier upgraden wir jetzt erstmal, damit er das mir noch ein bisschen besser schafft. Und Reindeer Speakerman stellen wir gleich am besten so in den Bereich hier. Dann kann er auch noch seinen Flächenschaden raushauen. Speaker Spider können wir uns eigentlich komplett sparen. Also, komplett Müll, dass wir das Ding gezogen haben. Und Easter Speakerman, den können wir vielleicht auch platzieren, ne? Der hat sogar ganz gute Range. Und dann später halt Toxic Upgraded Titan Cameraman. Der wird uns den Hintern retten. Der wird uns hier durchcarryen. Okay, aber wir haben wirklich guten Flächenschaden. Ja, vielleicht haben wir doch eine Chance.
haben mir da eben jetzt alles schon Sorgen gemacht, dass das eigentlich unschaffbar ist fast, aber, also zumindest mit dem Mist, den wir hier gerade aus den Kisten bekommen haben, sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Den komischen Osterspeakerman musste ich jetzt auch hier hinten hin platzieren, weil die Bosse am Anfang hier auf den ersten Wellen uns jetzt doch angefangen haben, Probleme zu machen. Wir können zwischendurch ein bisschen skippen, aber, also der Start ist wirklich schwierig. Wenn wir erstmal den Toxic Upgraded Cameraman stehen haben, ab da wird's einfacher, aber wie immer, Leute, ihr kennt unser Problem. Immer wenn wir die Albtraum-Modus-Challenges machen, wenn hier unsere Einheiten später betäubt werden und wir keine Heilungseinheit dabei haben, dann kommen erst die wahren Probleme. Bis dahin ist ja eigentlich immer halbwegs entspannt. Seht ihr auch diese normalen Minigun-Toilets, kommen jetzt schon so weit. Aber dieser Oster-Speakerman ist cool. Er hat da wirklich brutal viel Reichweite. Richtig gut. Okay. Aber vielleicht können wir... Ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht jetzt schon lange noch stehen bleiben können. Also ohne irgendwelche Upgrades irgendwo zu kaufen. Aber ich glaube, das halten wir nicht durch. Da gehen wir drauf vorher. Wir brauchen auch eigentlich hier mal das 750er Upgrade. Beim Reindeer Speaker Man, der wird dann nämlich ordentlich mehr Damage pumpen. Aber, guck mal, jetzt haben wir hier schon eine Jetpack Police Toilet. Die wird safe durchkommen. Safe. Was kostet das nächste Upgrade? 1600? Kann mir nicht leisten. Vergiss es. Okay, wir haben definitiv die erste Einheit, die jetzt durchkommt. Plus zwei Mutant Toilets, die jetzt auch noch hier hinterherkommen. Die wahrscheinlich auch gleich durchkommen. Warte, ich skippe schon mal. Hier vorne könnten wir jetzt... Komm, wir machen hier das 600er Upgrade. Beim vorderen Turkey Speaker Man. Oh, guck mal. Die hält er aber auf hier. Okay, strong. Okay, nee, komm, die Jetpack-Toilette, die lassen wir durchfliegen. Ist egal. Die ignorieren wir einfach. Die können wir jetzt eh nicht mehr aufhalten. Aber vielleicht können wir... Oh, Alter, diese Kreissägen-Toilette wird auch direkt durchkommen. Ey, das gibt es doch gar nicht, als wenn das so schnell so eskaliert. Okay, ich skippe ihn jetzt auch einfach mal rein, einfach nur, damit ich hier den Rain-A-Speaker-Man nochmal upgraden kann. Weil der macht dann wirklich signifikant mehr Schaden. Und die anderen Trantüten lassen wir jetzt einfach mal durchfliegen. Aber ich denke, jetzt sollten wir eigentlich genug stehen haben, um uns erstmal $2000 zu erfarmen, damit wir dann den Titan wenigstens schon mal hinstellen können. Weil jetzt hier, wenn der Rain-A-Speaker-Man jetzt hier ordentlich reinhaut, ja, guck mal, die Miniguns gehen einfach direkt flöten. Okay, also wir haben noch, Alter, wir haben nur noch 50 Leben. Das gibt's nicht. Wir sind gerade mal auf Welle 12 und wir haben ja, also wie gesagt, das sind keine Einheiten, mit denen man hier einen Krieg gewinnen kann, ne? Aber die sind jetzt auch nicht so schlecht eigentlich. Den hier, ich glaube, den verkaufen wir mal wieder. Der steht da auch ziemlich unnötig und weißt du was? Komm, den hier verkaufen wir auch und wir stellen jetzt direkt den Titan hin. Und zwar hier so. Das hier ist eine gute Ecke, hier stellen wir ihn hin. Das Upgrade kostet direkt 3. Alter, der macht ja direkt über 2000 Schaden pro Sekunde. Auf Level 1. Plus die Verlangsamung. Okay, vielleicht haben wir doch eine Chance. Aber eventuell habe ich mich auch schon wieder zu früh gefreut, Leute. Jetzt ist hier schon diese Mutanten 2.0-Toilette, die jetzt nicht so lange in Range sein wird jetzt hier. Also wie, dass der Toxic Cameraman jetzt ordentlich was drehen kann. Auch wenn der wirklich gut Damage halt jetzt schon macht pro Sekunde. Warte, ich drück schon mal Skip. Vielleicht können wir die Mutanten-Toilette irgendwo hinten noch... Alter, der drückt wirklich brutal Damage auf Level 1. Okay, warte mal. Pass auf, wir stellen hier jetzt mal nochmal so einen Reindeer Speakerman einfach hin. Der macht jetzt hier direkt nochmal... Ja, der macht halt nur 500 Schaden pro Sekunde, ne? Puh, Leute. Ich weiß es nicht. Stellen wir ihn hier nochmal hin. Ey, das ist wirklich so... Ich bin wie immer der Meinung, mit der richtigen Strategie schafft man das mit den Einheiten, die wir jetzt hier gerade haben. Also es ist auch schon oft vorgekommen, dass wir wirklich absoluten Müll hatten, mit dem wirklich gar nichts ging. Aber hier, ich glaube, wenn man das richtig anstellt, kann man das definitiv schaffen. Okay, warte mal. Wir platzieren mal den hier und upgraden ihn einmal. Dieser Easter Speaker Man. Der macht das nämlich wirklich gut. Oh, die Multiclaw Jetpack Toilette ist auch durchgekommen. Perfekt. Das läuft ja wunderbar hier. Also ich krieg die Mutantentoilette nicht aufgehalten, ne? Das ist richtig schlecht. Wenn die durchkommt, haben wir direkt verloren. Der zieht mehr als 50 Leben ab. Oder sogar, ich glaube, vielleicht sogar genau 50. Ja, hä? Das kann doch nicht sein. Okay, wir brauchen eine andere Strategie. Und ihr seht schon, wir fangen das Ganze jetzt einmal ganz, ganz anders an. Ich habe jetzt direkt diesen Easter Speaker Man hier vorne hingestellt. Wir haben den Turkey Speaker Man. Leider ist eine Boss-Toilette jetzt durchgekommen. Aber nicht so schlimm. Die Mutantentoilette konnten wir aufhalten. Was schon mal bedeutet, dass der ganze Mumpitz, den wir machen, besser funktioniert als eben. Und wir jetzt alles hier vorne auf den Bereich konzentrieren werden. So den ganzen Flächenschaden. Ich habe ja eben hier hinten was stehen gehabt. Da drüben stand einer. Wir schauen jetzt, dass die alle hier vorne in dem Bereich arbeiten. Und wir halt einfach möglichst schnell viel Schaden konzentriert auf eine Ecke haben. Damit wir dann einfach den Titan einfach hier irgendwo, ich denke, da wo er eben stand, stand er ganz gut, ihn da wieder hinmachen können, weil der uns einfach so schnell so viel Damage reinhaut und halt noch die Verlangsamung, die der hat. Obwohl, ich glaube, hier wäre auch ein guter Spot für den Titanen, weil dann kann er auch hier unten später noch angreifen. Ah, wir schauen gleich mal. Ah, und hier auf Welle 14 haben wir jetzt wieder die Mutantentoilette 2.0, die definitiv durchkommt. Wir können jetzt hier schnell den Titan hinmachen, dann wird es natürlich hier schon ordentlich für uns kämpfen, ne? Multiclaw Jetpack Toilet auch am Start. Die
Ah, die schaffen wir auch nicht, ne? Die hat auch 73.000 Leben. Das ist so heftig viel. Und auch Easter Speakerman hat auch noch lange nicht genug Reichweite, um mit hier anzugreifen. Jetzt, pass auf, wir skippen aber weiter. Vielleicht kriegen wir noch genug Kohle zusammen, um jetzt hier gleich nochmal irgendwie was lostreten zu können oder so. Deswegen, ich stelle hier auch nochmal so einen hin, nochmal einen Easter Speakerman. Aber, ah Leute, ich glaube, wir bauen einfach zu langsam den Damage auf, als dass wir hier im Albtraummodus durchhalten könnten. Und jetzt kommt hier auch noch die Airplane Toilet. Die wird auch einfach durchfliegen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ey, der Modus so entspannt bis Welle 13 und dann eskaliert es einfach. Ja, und jetzt die Betäubung. Die Betäubung, die wir nicht heilen können, weil wir keine Einheiten dafür haben. Ja, okay, krass. Aber hier die Multiclaw Jetpack Toilet kriegen wir auch nicht aufgehalten. Ich wollte gerade sagen, die schaffen wir vielleicht, aber nee, sieht schlecht aus. Eieiei. Vielleicht hätten wir einfach nur den Hard Mode probieren sollen. Oh Mann. Und es gebe die Toilet Folge 73, sind ja einige extrem kranke Sachen passiert. Die komplette Episode sehen wir aus der Sicht von Surveillance Camera Woman, wie sie alles so beobachtet und wie sie dann auch die Waffe von Plunger Man übernimmt. Dann sehen wir sogar, warte, wo ist die Szene? Hier sehen wir dann sogar, wie TV Woman dieses Scientist Toilet kontrolliert, ja? Wir dachten schon, Scientist Toilet ist zurück. Aber es ist TV Woman, die so einen Klon kontrolliert. Also extrem krasse Einheiten, die wir im Video gesehen haben. Mal sehen, wie die im Spiel aussehen werden. Und hier ist schon Upgraded Surveillance Camera Woman. Ich glaube, also das ist eine der coolsten Einheiten, die wir bis jetzt hatten, von der ganzen Optik her. Hier ist ein Jetpack hinten drauf, die Kamera sieht neu aus, irgendwie diese Kanonen an den Armen, plus sie hat den Plunger von Plunger Man bekommen, mit den Dornen dran. Brutale Waffe. Also ich denke mal, es wird bestimmt eine mythische Einheit oder so, die auch richtig viel Schaden machen wird. Aber ich schätze mal, die ist gar nicht mal so teuer. Also so ähnlich wie Glitch Camera Man kostet die Einheit wahrscheinlich gar nicht so viel, sie zu platzieren, aber wird bestimmt ziemlich effektiv sein. Ich glaube, das wird eine ziemlich krasse Einheit. Und ich habe es mir hier gerade nochmal im Video vom Entwickler angesehen. Kuss geht übrigens raus an Telanthric für dieses kranke Game. Wir haben ja die normale Surveillance Camera Woman und wir haben Minigun Camera Woman. Und Minigun Camera Woman ist die letzte, die dazugekommen ist als Legendary. Und er sagt selber, klar, die neue Camera Woman ist natürlich eine mythische Einheit. Wie ich es mir schon gedacht habe, ja? Ich wusste, was er vorhat. Und er hat uns jetzt sogar noch die Info gegeben, dass die neue Upgraded Camera Woman um die 30.000 Schaden machen wird. Also so wie ich es eben gesagt habe, wahrscheinlich eine recht günstige Einheit, neue Mythic Einheit, die aber trotzdem viel Damage macht, so wie es damals Glitch Camera Man war, ja. Nur halt jetzt auf einem anderen Level, weil mittlerweile andere Einheiten, also alle Einheiten sind mittlerweile einfach stärker. Und als nächste Einheit haben wir zum ersten Mal eine Toilette, die wir als eigene Einheit nutzen können, und zwar den Scientist Mech. Ihr habt es eben in der Episode gesehen, ich habe euch den Ausschnitt gezeigt, wo TV Woman diesen Mech kontrolliert. Ne? Wir haben ja dann rausgefunden irgendwann, dass die Scientist Toilet ganz viele Mechs hat, die sie kontrolliert und so. Und einen diesen Mechs haben wir jetzt quasi auf unserer Seite geholt und TV Woman kontrolliert ihn. Den werden wir jetzt auch als Einheit haben ab dem nächsten Update. Die Frage ist nur, wie stark wird er sein? Auf jeden Fall wird dieser Scientist Mech auch in der Lage sein, sich zu bewegen, so wie die Spider-Einheiten. Ne? Speaker Spider, Camera Spider, Spider TV und die Upgraded Camera Spider. Also er wird diese gleiche Fertigkeit haben, dass er sich so bewegen kann und wird auch extrem viel Schaden machen. Denn der Scientist war die stärkste Toilette, ja, ganz lange Zeit, bis die Astromechs aufgetaucht sind und so, war er die stärkste Toilette. Und ich denke mal, wird bestimmt 40, 50, 60.000 DPS, wird dieser Scientist-Mech bestimmt machen. Da gehe ich mal von aus. Aber kommen wir nun zum nächsten Punkt, den ich am Anfang vom Video angesprochen hatte, nämlich der Endlos-Modus wird sich ändern. Und zwar wird es in Zukunft ein Endless Ranking-System geben, was fast so ein bisschen funktioniert wie so ein Battle Pass. Ihr seht hier jetzt schon den neuen Screen. So oder so ähnlich wird dieses Ranking-System aussehen. Ihr seht es ja hier, nächster Rang 1, da muss man EXP sammeln und so weiter. Dann gibt es hier auch EXP-Boosts, die man benutzen kann, um schneller aufzusteigen. Und dann gibt es für jeden Rang Belohnungen und ihr seht hier oben schon Perks, die man freischalten kann. Mit diesen Perks kann man stärker werden im Endlos-Modus. Das heißt beispielsweise, dass ihr 5% mehr Gold pro Runde bekommt, dass eure Einheiten einen Damage-Boost bekommen und so weiter und so fort. Einfach verschiedene Fertigkeiten, die ihr aktivieren könnt, um im Endlos-Modus noch weiter voranzukommen. Denn ihr wisst ja, der neue Boss im Endlos-Modus, der kommt irgendwie erst bei Welle 140. Noch niemand hat diesen neuen Boss gesehen, okay? Der neue Boss kommt bei Welle 140. Noch niemand hat ihn im Spiel gesehen, weil er einfach zu
krass ist. Deswegen mit diesem neuen Endlos-Modus, mit diesem Ranking-System, wo wir uns neue Boosts quasi verdienen können, um stärker zu werden, da wird das Ganze dann wieder richtig interessant. Mal sehen, wie sich der Endlos-Modus dann wirklich verändert. Und eben im Video wurde noch gesagt, dass es dann im neuen Endlos-Modus-System insgesamt 10 Ränge geben wird, die man erreichen kann. Ja, und jeder Rang gibt einem einen neuen Boost. Wie gesagt, mehr Coins, mehr Angriff. Aber ihr wisst ja, dass wir maximal in jeder Runde 15 Einheiten platzieren können. Ja? Also, ich habe schon oft gesagt, hey, wenn wir mehr Einheiten platzieren könnten, wäre einfacher. Ist ja logisch. Und mit den Perks, die man sich verdienen kann, können wir scheinbar auch freischalten, dass wir anstatt 15 Einheiten maximal 16 oder sogar 17 oder sogar vielleicht 18, ich weiß nicht genau, wie weit das gehen wird, Einheiten platzieren können und dann entsprechend natürlich noch viel, viel stärker im Modus werden. Ich bin wirklich ultra hyped auf das Update, Freunde. Ansonsten, ihr kennt unser Ritual. Ich muss mal gerade kurz hier wieder im Post Office nachschauen, was ihr mir hier schon wieder alles geschickt habt, während ich hier gerade schon wieder Kisten von euch geschenkt bekomme. Und natürlich sind es mal wieder 100 Kisten. Leute, Kuss geht raus für den Support, wie immer. Wenn es ja nicht jedes Mal 100 Kisten werden, ich kann einfach nicht jeden Namen vorlesen. Aber Leute, manche schreiben auch gar keine Nachricht mehr dazu. Manche schicken mir einfach nur Sachen, okay? Vielen, vielen Dank. Alter, da waren schon wieder 600 Gems drin. Leute, was geht ab? Aber wir gehen jetzt auch nochmal kurz auf den Trading Plaza und schauen mal kurz, wie hier die Preise sind, weil scheinbar gab es einen Bug, dass man Gems sich cheaten oder duplizieren konnte. Also man konnte quasi unendlich Gems haben sozusagen. Und das hat wohl die Preise auf dem Marktplatz extrem zerstört sozusagen. Ich meine, eine Bunny Crate kostet jetzt 150. Das ist teuer. Ja, das ist sehr teuer. Warte mal, habe ich immer noch... Ja, guck mal. Mein Titan Cloverman ist immer noch drin. Ich will den auch loswerden, ne? Also Titan Cloverman, ich brauche den wirklich nicht. Oh, guck mal, ich habe sogar den günstigsten für 17k. Hoffentlich kauft ihn jemand. Bitte, bitte, ich will ihn nicht mehr. Ansonsten schaut mal, wie viele Bunny Crates und St. Patrick's Day Crates ich einfach habe. So viel Zeug, was ich nicht mehr brauche. Auch noch hier die ganzen Saw-Upgraded Titan Caraman und so. Leute, ganz üble Nummer. Aber eine Sache habe ich ganz vergessen, euch zu sagen. Wir gehen mal kurz in den Shop. Der Entwickler hat nämlich auch in seinem Update-Video gesagt, die Booster Crate wird entfernt mit dem nächsten Update, ja? Also wenn das nächste Update kommt, Update 73 ist live, ab da könnt ihr die Booster Crate nicht mehr bekommen. Die Injured Titan Crate, die wird noch eine Weile bleiben, aber die Booster Crate, die wird verschwinden. Und es gibt mittlerweile 10.000 DJ TV Man. Das ist schon krass, ne? 10.000 DJ TV Man mittlerweile. Und hier von den Hyper Upgraded Titan Speaker Man gibt es mittlerweile auch schon 84, fast 85.000. Ist absolut crazy, Mann. Das ist echt eine üble Nummer. Und ich sollte mal wieder hier ein bisschen, ich sollte mal wieder anfangen, ein paar Einheiten zu verkaufen, glaube ich, ne? Meine Slots sind alle frei. Das ist gar nicht mal gut. Aber da werden wir uns im anderen Video mit beschäftigen, was wir hier noch so an Einheiten verkaufen können. Wir sind auf jeden Fall alle hyped auf Update 73, Freunde. Es wird absolut crazy. Und ich habe hier noch eine Challenge für euch, die ihr euch auf jeden Fall ansehen solltet. Und wir sehen uns in Ohio. Und der Trick beim Ohio-Modus ist ja, wer jetzt bei den letzten Videos nicht dabei war, dass hier einfach irgendwelche Einheiten kommen, wenn ich meine Einheiten beschwören will. Ja, das heißt, ich klicke hier jetzt, ich will gerade den Shotgun Cameraman holen und hier kommt einfach irgendwas. Und die meisten davon kann ich mir ja nicht mal leisten. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Turkey Cameraman kann ich mir auch nicht leisten. Large Turkey Speakerman kann ich mir auch nicht leisten. Ninja Cam... Okay, komm mal. Wir stellen Ninja Cameraman erstmal hin. Der kann erstmal kämpfen. Der macht das schon. Der macht das, keine Sorge. Der wird erstmal ein bisschen was aufhalten. Wir können auch schon mal Skip drücken. So, was wir auf jeden Fall jetzt als nächstes brauchen, um das hier zu schaffen, ist, glaube ich, eine Geldeinheit. Andauernd hängt es hier daran, dass wir keine Kohle haben, um Einheiten zu beschwören, weil hier kommt irgendwas, ja? Ich beschwöre die Einheit, irgendwas kommt. Ihr wisst es ja. Und wir brauchen jetzt, keine Ahnung, einen Santa TV Man oder einen Scientist. Wie heißt der Halloween nochmal? Der Pumpkin Farmer. Würde auch gehen. Oh, aber jetzt haben wir hier Chef TV Man. Okay, ich werde jetzt kurz warten. Der kostet $350. Chef TV Man, ultra gute Einheit für den Modus hier. Wir werden jetzt kurz warten, bis wir $350 haben. Das sollte der Ninja Cameraman schaffen. Und dann beschwören wir erstmal Chef TV Man. Okay, vielleicht schafft Ninja Cameraman das doch nicht so ganz. Warte mal, kann ich skippen? Ah, ich kann skippen und die in der Hand behalten. Okay, sehr gut. Ninja Cameraman hat jetzt 2 Einheiten durchgelassen.
aber nicht so schlimm. Gut, dass wir skippen können trotzdem. Und dann werden wir den gleich, denke ich mal, hier so platzieren. Vielleicht hier so, dass wir direkt zwei Lanes abdecken. Aber wenn wir den dann gleich richtig, richtig hochleveln, die Reichweite wird crazy. Vielleicht stelle ich ihn, sogar lieber hier hin. Hier ist, glaube ich, ein guter Spot. Dann hat er gleich das alles hier in seiner Range drin. Das könnte gut funktionieren. So, wir machen jetzt direkt nochmal Skip und stellen ihn jetzt hier hin. Let's go. Und jetzt suchen wir weiter nach einer Geldeinheit. Bitte, bitte, ich brauche Geld. Geld! Oh, wir haben Speaker Woman's Rose Farm. Okay. Die Einheit habe ich sogar selber gar nicht, aber auch das hier ist eine Geldeinheit. Oh mein Gott, ich hatte nicht genug Geld, um sie zu platzieren. Ich weiß auch nicht, wie viel das Ding kostet. Alter, jetzt muss ich nochmal durchskippen, bis ich nochmal irgendwas kriege. Das gibt's doch überhaupt nicht. Oh, ein Scientist. Ein Scientist. Was kostet der? Was kostet der? Kostet 200 oder 100 oder 150? Ich warte mal lieber. Warte, ich drücke einfach einmal Skip, dann habe ich 200 und dann, yes, kriegen wir da schon mal mehr Kohle. Okay, wir brauchen aber noch mehr Geldeinheiten. Eine reicht nicht. Eine reicht nicht. Jetzt haben wir nochmal Speaker Woman's Rose Farm und konnten wir jetzt auch platzieren. Sehr, sehr gut. Okay, wir kriegen jetzt von beiden schon mal 50 als Bonus, beziehungsweise 150 jetzt. Das ist okay. Jetzt müssen wir nur mal schauen, ob ich hier jetzt die Wellen schaffe. Wir brauchen halt auf jeden Fall dieses Geld, Leute. Also es ist komplett Armageddon. Und als nächstes, wir leveln jetzt die beiden Einheiten hoch. Dann noch irgendwas zum Heilen. Irgendeine Einheit, die uns heilt. Eine Drohne oder so. Und dann brauchen wir einen starken Titan. Und dann sind wir eigentlich good to go. Hoffentlich. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir hier aber auch schon die erste Boss-Toilette. Und ich bin auch gerade am überlegen. Oh mein Gott, den kriegen wir nicht down. Oder warte, ich muss hier einmal Skip machen. Ich upgrade einmal kurz den Ninja. Den Ninja-Cameraman. Ninja. Aber der schafft es auch nicht, ne? Der Boss wird durchkommen. Die Boss-Toilette wird durchkommen. Das ist schlecht. Das ist ja richtig schlecht, Leute. Wow, das ist wirklich nicht gut. Wir könnten Scientist-Cameraman jetzt gleich nochmal upgraden. Aber ich muss eigentlich Chef-TV-Man upgraden für die 400. So, zack, damit er schon mal öfter angreift und mehr Schaden macht. Die Boss-Toilette können wir nicht aufhalten. Das Ding wird uns nicht umbringen, wenn es jetzt durchkommt. Aber wir werden danach, also der macht wahrscheinlich 200 Schaden, 250 Schaden. Wir sind danach auf jeden Fall so gut wie dead. Das heißt, wir müssen jetzt, hier, ich upgrade ihn auch nochmal auf Level 3. Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon einen kleinen Geldboost hier. Das ist ja schon mal ganz gut, ne? Dass wir das immerhin jetzt schon mal haben. Ich denke, wir upgraden jetzt auch gleich den Scientist auf Level 1. Das ist auch nochmal ein bisschen Kohle. Und dann hoffen wir jetzt erstmal, dass wir hier diese Mutantentoilette down kriegen. Das wird nämlich spannend jetzt, Leute. Das wird spannend. Warte, was kostet hier das nächste Upgrade? 1000. Das kann ich mir gar nicht leisten. So, warte, erstmal kommt die Boss-Toilette jetzt durch. Erstmal kommt die Boss-Toilette jetzt easy durch. Okay, ja, ja, ja. Das waren 250 Schaden. Wir leben aber noch. Wir leben noch. Oh, die Mutanten. Oh mein. Warte. Skip. Upgrade. Nein. Was? Okay, warte. Vielleicht kann ich. Ja, Shotgun. Shotgun Cameraman. Kann ich hier hinstellen. Vielleicht hält der ihn noch auf. Das sind nur 1000. Der hat nur 1000 Leben noch. Das hält der. Das hält der. Das hält der auf. Oh mein Gott. Es hat ein Upgrade hier verkackt für 300. Das kann halt auch passieren, ne? Dass ihr irgendwie 5000 für ein Upgrade ausgibt und das Game so sagt: Haha, Pech gehabt, Bro. Kannst dir dein Update in die Haare schmieren. Das ist schon. Ist echt ein übler Modus, yo. Okay, aber wir schauen jetzt mal die Mutantentoilette. Zack, zack, zack und zack. Okay, dann verkaufen wir den wieder. Das Geld brauchen wir nämlich. So, die Minigun-Toilette kriegt ordentlich einen rein. Sehr gut. So, ich versuche jetzt nochmal ihn hier zu upgraden. Jetzt hat es funktioniert. Und jetzt suche ich schon mal direkt eine Einheit zum Reparieren. Eine, die reparieren kann. Oder aber Green Laser Cameraman, den ich eigentlich sehr, sehr gerne jetzt sogar platzieren würde. Hier so. Jetzt suche ich was zum Reparieren. Ein Green Laser Cameraman lohnt sich einfach zu sehr. Der macht ordentlich Schaden. Plus, der kann Einheiten verlangsamen. Das ist perfekt. So, jetzt irgendeine Drohne am besten. Eine Drohne wäre perfekt. Wir hatten eben schon mal eine. Mal sehen, ob wir doch mal Glück haben. Jo, Camera Repair Drone, let's go. Wir brauchen nur ein bisschen mehr Kohle dafür, deswegen warten wir jetzt mal noch kurz. Ich könnte jetzt einmal Skip drücken, aber das ist mir ein bisschen zu risky. Und wir haben hier auch gerade eine Jetpack Police Toilet. Weil ich glaube, die Repair Drone kostet die 400 oder 500. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, wie teuer die ist. Wir versuchen jetzt erstmal hier die... Wir machen erstmal die Police Toilet platt. Das sollte auch kein Problem sein. Die schaffen wir. Easy. Und jetzt haben wir über 400. Ich riskiere es, okay? Ich riskiere es. Yes. Oh, hat sogar nur 300 gekostet. Okay, sehr, sehr gut. Das ist echt übel, wenn man nicht ganz genau weiß, was die Einheiten kosten, ne? Die nächsten 400 investieren wir in die Rose Farm, damit wir noch mehr Kohle haben. Obwohl, ich könnte noch eine Geldeinheit auch beschwören, ne? Warte, vielleicht nochmal die Rose Farm oder einen Santa TV Man. Das wäre halt Premium, ne? Einen Santa TV Man würde uns richtig helfen.
Oh Mann, und wir bekommen so gute Einheiten hier zwischendurch. Jetzt noch eine Upgraded Camera Spider, aber wir upgraden jetzt gerade erstmal für 1000 Chef TV Man, weil jetzt macht der richtig Damage, plus er verlangsamt jetzt auch noch Einheiten. Das Upgrade musste jetzt erstmal sein. Wie viel Leben hat der hier? 23.000. Na, das wird jetzt spannend. Alter, was kostet hier ein Upgrade? 250 auf Green Laser Camera Man. Das gönnen wir uns mal gerade. Das wird den Damage nämlich ordentlich verbessern. Und dann können wir... Ja, guck mal. Oh, jetzt sind wir richtig gut dabei. Let's go. Hier passiert jetzt richtig was. Nice. Okay, so. Die Rose Farm einmal geupgradet und ich suche weiter nach Geldeinheiten. Gib mir bitte was, was mir Geld bringt. Oh yes, nochmal Speaker Woman's Rose Farm. Die stellen wir direkt nochmal hin. Upgraden sie nochmal. Let's go. Okay, okay. Langsam wird hier ein Schuh draus, Freunde. Ja, langsam ergibt das hier alles Sinn, was wir machen. Jetzt upgraden wir ein bisschen unsere Reparatureinheit und kaufen uns gleich irgendeinen Titan. Am besten eigentlich Hyper Upgraded Speaker Man, wenn wir den bekommen können. Oder irgendeinen Titan, der über 50.000 pro Sekunde macht. Das wäre gut. Repair Drone einmal upgraden. So, jetzt sind auch alle in Range. Und das Ding funktioniert ein bisschen besser. Jetzt können wir auch ruhig schon mal skippen. Wir upgraden hier nochmal diese Geldeinheit. Sehr gut. Und vielleicht upgraden wir jetzt gleich erstmal Scientist Cameraman. Können wir eigentlich machen. Dann ist der auch auf Level 3. Dann haben wir das erstmal. So. Und jetzt suchen wir uns einen Titanen raus, Freunde. Einen guten. Ich meine, wir könnten auch Upgraded Camera Spider nehmen, aber das machen wir mal nicht. Upgraded Titan Cameraman, ja. Der macht über 50.000, aber es gibt bessere hier. Da haben wir diesen Titan Sigma Man. Sinister Titan TV Man. Könnten wir machen. Mech Bunny Titan ist ass. Der ist richtig schlecht, Mann. Normaler Titan Cameraman. Titan Clock Man könnte man auch nehmen. Titanen kommen hier öfter. Beziehungsweise wir haben viele Titanen, die über 50.000 machen. Deswegen skippe ich jetzt ein bisschen mehr. Mal schauen, was wir noch kriegen könnten. Wir haben jetzt auch ein bisschen Zeit erstmal. Und können gerade erstmal uns einen aussuchen, mehr oder weniger. Aber ich habe gerade noch was anderes Gutes bekommen, Freunde. Und zwar die Speaker Repair Drone. Die beste Drohne, die beste Reparatureinheit im ganzen Game. Da ersetzen wir natürlich mal unsere Camera Drone, ja. Das müssen wir gerade dann doch einmal machen. Oh, Titan Present Man, ja. Ja, Titan Sigma Man, ja, ja, ja. Nee. Ah, Titan Clock Man. Können wir Titan Sigma Man auch gut? Ach, Manno, kann mich nicht entscheiden. Würde ja Hyper Speaker Man kommen, den würde... Oh, da war Santa TV Man, ich habe ihn weggeskippt. Nein, nein. Oh, vielleicht kommt er gleich nochmal. Ich habe zu schnell gedrückt. Wir haben natürlich auch Upgraded Titan Drill Man hier drinnen, ne? Das muss man natürlich auch sagen. Den kann man hier benutzen. Oh, nicht, wenn man nicht genug Geld hat. Ja, Upgraded Titan Drill Man gibt es aber hier im Game. Im Ohio-Modus, da kann ihn jeder spielen quasi. Allerdings ist der halt gar nicht mal so gut, ne? Also Upgraded Titan Drillman, der macht zwar ultra viel Schaden. Oh, warte mal. Ich upgrade mal kurz Green Laser. Und ich upgrade mal kurz Ninja Cameraman. Die Mutantentoilette hier wurde mir, die sah mir gerade ein bisschen zu gefährlich aus. Ich bin ganz ehrlich. Komm, ich upgrade hier nochmal ein bisschen unsere Farmen für noch mehr Geld. Und dann suchen wir jetzt weiter nach einem Titanen. Hyper Upgraded Titan Speaker Man. Da ist er. Der kostet 2000 zu platzieren. Also muss ich jetzt erstmal kurz warten, bis ich 2000 Dollar habe. Das dauert kurz. Und wir haben 2000 Dollar Upgraded Hyper Upgraded Titan Speaker Man. Wird platziert. Let's go. Und jetzt suche ich mal noch nach einer besonderen Einheit. Ich sag's euch, wenn ich's hab. Und hier haben wir ihn auch schon, den Leprechaun Cameraman. Und ich habe gerade noch hier so eine Farm hingestellt übrigens. Nicht, dass ihr euch wundert. Der kann nämlich die Reichweite von unseren Einheiten boosten. Also das hier ist auch eine Booster-Einheit. Mal abgesehen davon, dass er auch ultra viel Schaden macht. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie viel der kostet, deswegen skippe ich einmal. Dann habe ich definitiv genug Kohle dafür. So, let's go. Und der kann jetzt hier schon mal direkt, seht ihr, macht er schon plus 3% Range. Richtig, richtig strong, was der kann. Also lohnt sich heftig, der Bruder. Und macht, gut, jetzt gerade macht er nur 1200 Schaden, aber immerhin. Und wenn wir jetzt noch DJ TV Man bekommen könnten, Leute, dann sind wir hier komplett ready, set, go. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen hier suchen, weil ich habe schon ein paar Mal Booster Units gehabt und auch schon DJ TV Man gesehen heute beim Durchskippen. Der war hier einmal. Da ist schon mal DJ Speaker Man. Aber den wollen wir nicht. Wir wollen DJ TV Man. Aber ich frage mich, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der hier auftauchen kann. Ich hatte übrigens auch nochmal Santa TV Man. Ich habe ihn dann schon wieder weggeskippt aus Versehen. Okay, aber komm schon. DJ TV Man. Oh, hier ist er nochmal. Santa TV Man. Kann ich ihn noch platzieren dazu? Ja, geil. Ich kann ihn noch dazu stellen. Let's go. Dann holen wir uns hier natürlich den Geldbonus nochmal ab. Das lassen wir uns nicht entgehen. Oh, und wir haben ihn, Leute. Ich wollte gerade sagen, wenn wir ihn nicht kriegen, ist auch nicht so schlimm. Wir schaffen es auch so. Easy. Aber wir haben sogar DJ TV Man jetzt hier am Stinsel, Leute. So, jetzt wird es hier aber ganz bodenlos. Jetzt
wird's ehrenlos. Ich werde jetzt sogar mal Autoskip einschalten, okay? Damit wir schneller mehr Geld bekommen. So, weil diese Rose Farm bringt uns nur 600. Das ist halt ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen dürftig, ne? Wir brauchen definitiv mehr als nur 600 eigentlich. Aber gut, kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Wir haben auch schon eine Weile kein Fail mehr bekommen, ja? Also das Fail, dass wir Geld ausgeben, aber das Upgrade nicht funktioniert. Ist jetzt schon eine Weile nicht mehr passiert. Und ihr seht, wie viel Kohle wir jetzt kriegen, ne? Let's go. So, jetzt haben wir hier eine Giant Blind Toilet. Die kassiert natürlich erstmal ordentlich. So, Green Laser Cameraman leveln wir nochmal auf. Und ich denke, die nächsten 4000, die wandern erstmal direkt in den Hyper Upgraded Speaker Man rein. Ganz, ganz wichtig. Weil hier kommen jetzt schon einige Gegner, die echt stark sind. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall Hyper Upgraded Titan Speaker Man. Mit ordentlich Power unterm Hintern. Ansonsten wird das problematisch. Das kann ich jetzt schon sagen. Weil, schaut mal die UFO-Toilette hier und so weiter. Die Giant Blind Toilet, die da kommt. 300.000 Leben. So, zack. Wir upgraden ihn mal. Easy. So, Daniel ist auf Max-Level, yes. Wir können auch Chef TV-Man jetzt nochmal upgraden. Da wächst auch nochmal der Damage enorm. Ey, guck mal, let's go. Wir machen jetzt richtig ordentlich Schaden hier. Richtig ordentlich Schaden. Fast als hätten wir das Team so ausgewählt, was wir hier haben. Richtig gut. So, jetzt kriegen wir noch mehr Kohle. Den hier können wir nochmal upgraden. Den Leprechaun Cameraman. Und wen upgraden wir jetzt gleich noch? Ich glaube, wir upgraden nochmal Chef TV-Man jetzt gleich für 4000. Aber mit den Einheiten hier sollte es schon machbar sein. Mit den Einheiten hier, wenn wir die jetzt alle auf Max-Level bringen, sollten wir schon in der Lage sein, durchzukommen. Ich weiß auch nicht genau, wie viele Wellen dieser Modus hat. Hier, Hyper-Upgraded. Nochmal geupgradet. Wir sind jetzt bei Welle 26. Aber wie gesagt, kein Plan. Sind wir hier bis Welle 50 drin? Geht es vielleicht noch länger als Welle 50? Das ist jetzt halt die Frage. Das werden wir gleich natürlich rausfinden. Ich werde jetzt aber erstmal alles, was hier steht, Stück für Stück auf Max-Level bringen. Auch die Geldeinheiten wird jetzt erstmal alles maximiert. Und dann sehen wir weiter, ob wir noch mehr Kampfeinheiten platzieren müssen. Weil so sieht es erstmal ganz gut aus. Erstmal alles jetzt auf Max-Level bringen. Das ist die Devise, Freunde. Jetzt haben wir alles auf Max-Level, außer Hyper-Upgraded Titan Speakerman und außer die Drohne. Aber alles andere ist auf Max-Level. Auch die Geldeinheiten. Und schaut mal, wie die hier jetzt schon ordentlich reinrasieren. Wir werden jetzt natürlich Hyper-Upgraded Speakerman auch noch schnell auf Max-Level bringen. Und dann sind uns hier eigentlich keine Grenzen gesetzt, glaube ich. Ne? Wir haben auch Autoskip jetzt schon die ganze Zeit an und kommen trotzdem easy durch. Die Reichweite von allen Einheiten ist brutal wegen Leprechaun Cameraman. Ne? Alle haben 10% plus Range. Der plus Angriff von DJ TV Man ist komplett Game Over hier. Also hier brennt die Luft richtig. Schaut mal, wie die alle kaputt gemacht werden. Jetzt werden wir hier gleich noch einen richtig starken Titanen reinsetzen. Und dann ist hier vorbei. Dann können die einpacken. Er ist rum. So, der kostet jetzt gleich 35.000 aufs nächste Level. Aber der macht jetzt schon so viel Damage. Hier Security Guard Toilet, 1,2 Millionen Leben. Aber schau mal, wie schnell das Ding down geht. Und es sind nicht mal alle Einheiten in Range, die gerade angreifen können. Aber einfach komplett weggeflötet. Nice. Aber die Frage, die ich mir noch stelle, ist, haben wir in diesem Modus vielleicht wirklich irgendeinen krassen Boss, der am Ende noch kommt? So einen Ohio-Boss oder so. Irgend so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgend so ein Ding halt. Mal sehen. Ich bin gespannt. Wir sparen jetzt aber erstmal schnell die 35.000 zusammen. Weil ich glaube nicht, dass das hier einfach nur ein normaler Modus ist, der dann einfach endet. Hier wird noch irgendwas Spektakuläres passieren. Ah, noch, reicht noch nicht ganz fürs Upgrade, aber fast. Wir sind fast da. So, Laser Scientist Toilet haben wir hier. Claw Toilets haben wir hier. Balaclava Spider Toilets haben wir hier. Und alle Kassier. Bevor sie überhaupt out of range sind. Das ist heftig. Die kommen nicht mal bis nach hier hinten, weil da hinten ist einmal kurz keine Range. Die kommen nicht mal bis dahin. So, jetzt Hyper Upgraded Titan Speakerman auch auf Max Level. Und jetzt schauen wir mal. Wir suchen noch uns einen Titan jetzt aus, den wir jetzt noch mit reinstellen werden. Vielleicht den Clock Titan. Mal sehen, was kommt. Saw Upgraded Titan Cameraman könnten wir machen. Ja, ich guck mal, was gibt's noch zur Titan Clockman. Titan Clockman kommt hier hin. Let's go. Den upgraden wir auch mal direkt durch, soweit es geht. Und er hat ja auch ordentlich Reichweite und macht auch ordentlich Schaden mit seiner Kanone. Plus er hat seine Time-Stop-Fertigkeit. Wer weiß, vielleicht wird es hier nochmal eng irgendwann. Und dann haben wir lieber den Time-Stop, als dass wir ihn nicht haben. Aber ich sag's, wie es ist. Ich glaube, wir werden jetzt keine Probleme mehr hier haben, damit, dass wir hier, ja, durchkommen oder so. Egal, wie viele Wellen das sind, wir werden es jetzt easy schaffen. Wir haben das perfekte Grundgerüst. Oh mein Gott, $20.000-Upgrade hat gerade gefailt. Alter, $20.000-Clockman-Upgrade hat gerade gefailt. Alter. Aber was ich gerade sagen wollte, wir haben Geldeinheiten, wir haben Booster-Einheiten, wir haben eine Reparatureinheit. Ich muss jetzt eigentlich nur Titanen dazustellen die ganze Zeit. Und dann
kommen wir easy durch. So, jetzt brauchen wir nur noch mal 20.000. Und dann hoffen wir, dass es dieses Mal nicht failt. Wir sind in Welle 46 übrigens. So, warte hier. Zack, Upgrade. Yes. Titan Clockman auf Max-Level. Suchen wir uns den nächsten Titan, den wir dazustellen können. Mal sehen. Titan Cinemaman. Nee, der macht zu wenig Damage. Upgraded Titan Cameraman. Den können wir dazustellen. Der macht ja in seiner Upgraded-Variante auch mittlerweile. Aber warte, wo stelle ich ihn denn hin? Der soll halt schon in Range von DJ TV-Man sein. Ist er das hier? Oh mein Gott, das Placement hat nicht geklappt. Wir haben noch Titan Cloverman. Warte, bis wohin geht? Ja, okay, wenn ich die hier hinstelle, sind die noch in Range. Mann, Upgraded Cameraman wäre jetzt cool gewesen. Aber man kann bekanntlich nicht alles haben, ne? Oder was? Oh, oder wir machen das hier. Noch einen Hyper-Upgraded Titan Speakerman. Let's go. Das geht natürlich auch klar. So, wir sind in Welle 49. Wir haben entweder 50 oder 60 Wellen, schätze ich mal. Oder keine Ahnung, wie viele Wellen wir haben. Auf jeden Fall kann es nicht mehr lange dauern, bis wir am Ende sind. Welle 50. Schauen wir mal, ob irgendein Boss gleich hier zum Tor rauskommt. Der Buzzsaw-Ofen, kommen hier mehrere von. Dual Claw Laser Toilet, ja. Octo Rocket Soldier Toilet. Flying Buzzsaw Toilet. Aha, Giant Smooth Toilet. Ist das der Bossgegner? Ist das der Boss vom Ohio-Modus? Oder kommt da noch was? Ich glaube, da kommt nichts mehr. Das war's. Wir haben den Ohio-Modus gewonnen. Es ist einfach der Nightmare-Modus steht hier. Einfach nur der Albtraum-Modus. Wir haben es geschafft. Den Ohio-Modus endlich absolviert.